Ich habe nachinstalliert hier Dingsbums, Stage Recovery. Ich nehme nicht an, dass das Experimente mit dabei hatte. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ehrlich, ich weiß es nicht. Die sind cool, aber ich habe keine Ahnung. Von irgendeinem der lustigen Mods, die ich installiert habe. Obwohl Probodyne ist eigentlich so Standardkram, ne? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hexer, vielen lieben Dank für dein Abo und ganz viel Spaß dir beim Zugucken. So, jetzt aber mal Butter bei die Fische, wie wir hier oben so schön sagen. Also, wir packen das hier aus bekannten Gründen, ja, genau so in ein Fairing ein. Nein. Wir packen das hier aus bekannten Gründen. Mal gucken, ob das reicht. Na. Nein, tut es nicht, aber war fast gut. So. Jawohl. So. Ja, ein bisschen noch. Zack. So, und jetzt bringen wir dort hoch. Und das ist halt total entspannt. Guckt euch das mal an. 2,735 Tonnen. Box mit Werkzeug hier. Ja. Gut, dass ihr mir das immer sagt, wenn ich gerade fertig bin, aber ja, ich unterstütze das, dass das eine gute Idee wäre. Damit wir einfach mal eine Werkzeugbox parat liegen haben, wenn irgendwas sein sollte. Und ich glaube, ich nehme tatsächlich nur die kleine in dem Fall, weil die hier einfach besser dazwischen passt. So. Aber ja, ihr habt komplett recht, finde ich auch, ist eine gute Idee. Da können wir ein bisschen Werkzeug drin bereitlegen. Und ein Eva-Fuel-Kanister und einen Connector-Port. Das sind so Dinge, die schaden nie. Und davon können wir auch ruhig ein paar mehr mitnehmen. Achso. Ja, gut. Zwei davon. Und davon habe ich auch vier Stück. So, oh, Licht. Ja, Licht wollt ihr auch noch. Ihr seid aufdringlich mit euren Beleuchtungswünschen. Ihr seid sehr aufdringlich. Was gibt's denn da Schönes? Also, wenn wir das jetzt so machen, einmal hier Lampen hinmachen, die ein bisschen eindrehen, dann haben wir hier so ein bisschen Lightshow für diese Richtung und dann machen wir einmal hier welche hin. Ich hoffe, dass die jetzt vom Winkel so bleiben. Das sieht gut aus. So. Sehr schön. So. Das ist ein bisschen mehr. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hamsterlein, vielen lieben Dank auch für dein Abo und herzlich willkommen bei den Körpernauten. Brauche ich nicht mehr sagen, du bist schon da, aber viel Spaß beim Zuschauen weiterhin. So, und jetzt, was ich nämlich gerade machen wollte, war das hier kontrollieren. Das sieht aber gut aus. Das ist eingestellt. So, wir haben ein Safe, wir haben Licht, wir haben bla bla bla. Wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen. Das Einzige, was wir jetzt mal machen sollten, ist das hier Autostrutten gegen das Root Part. Dann ist das nämlich vom Base des Fairings bis zum Klamprotronen Construction Port. Durchgestruttet, dann kann hier nichts mehr passieren. Und wir machen wieder 2, 3, 4. 4 Seiten, 300er Ejection Force. Und ein Clamshell Deploy. So, und in der Theorie, ich speichere das jetzt mal. Ich habe aber die Falcon noch nicht. Habe ich die Falcon schon gespeichert?
Natürlich nicht. Jetzt machen wir aus der Falcon mal ein Subassembly und hoffen das Beste. Oh ja, das war ja dieses völlig übertrieben hochskalierte Ding. Okay. Ja, zack, warte mal. Delete Fairing und dann brauchen wir bis hier. Zack. So. Mal gucken, ob das reicht, um uns zu Minmus zu bringen, weil das Ding hier wiegt 10 Tonnen und das hat locker bis in, also inklusive Recovery, locker bis in etwas höheren Low Orbit gereicht und andocken an die Raumstation und wieder zurück. Deshalb würde ich jetzt mal davon ausgehen, don't save, dass wenn wir das einfach unter unsere, don't save, unter unsere Raumstation drunter dengeln. Ja, ich habe das doch Kerbin Space Station genannt, oder? Minmus Space Hub, also zack. Wo ist er? Da ist er. So, und jetzt müssen wir theoretisch die Falcon 9 da drunter bauen und haben 5600 Delta V. Vier knapp raus in Dings. 1000 drüber, das könnte reichen. Muss nicht, aber könnte. Okay, wir brauchen wahrscheinlich noch eine etwas bessere Antenne und wir brauchen RCS-Kontrollen, damit wir das andocken können. 3200 in Orbit, dann auf nach Jol. Ja, ich denke auch, also das sollte reichen eigentlich. Wir können uns dann aber das Recovery für die Second Stage sparen. Das werden wir nicht brauchen. So. Was wir noch brauchen für die Second Stage ist dann einfach nur die Möglichkeit anzudocken. Das heißt, ich nehme mir zwei, ja, zwei müssen auch reichen, zwei Monopropellantkanister mit. Ja, so nehme ich sie nicht mit. So nehme ich sie mir mit. So. Zack. Aber Ian, schön, dass du da bist. Und schön, dass du brav auf deinen Einsatz gewartet hast. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Außer, du hast ja recht. So. Also hier, das sind übrigens unsere neuen Standard-RCS Thruster Blocks. Das wurde mir so befohlen, aus Designgründen. Und ich kann das nachvollziehen. Ja gut, aber ich habe noch keine Rakete gestartet. Deshalb meine ich ja, du hast brav auf deinen Einsatz gewartet. So, jetzt machen wir hier noch ein Fairing aus. Das bauen wir einfach stumpf gerade nach oben. Ah, nein, machen wir nicht. Papa hat schon wieder die Hälfte vergessen. Ich wollte nämlich noch eine Antenne mitnehmen, die bis nach Minmus reicht. Dann nehmen wir doch diese ganz hervorragende High-Gain-Antenne. So. So, wartet mal. Stromerzeugung wäre dann wahrscheinlich auch noch ein Spaß, ne? Was? Die zwei Decoupler könnte ich, glaube ich, durch einen Separatron ersetzen. Ja, hahaha. Danke für den Hinweis. Die muss ich durch gar nichts ersetzen, weil das Heat Shield brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht und das hier brauche ich auch nicht, weil ich habe da einen Decoupler. Ich decouple mich ja dann einfach. So, das spart nämlich auch schon wieder nochmal Gewicht und Teile.
Genau, Batterie ist da oben schon eingebaut, seht ihr hier. Also die hat ordentlich Bums. Da könnten wir dann tatsächlich mit einem Ingenieur noch nachdenken, ob man die noch recycelt an der Station. Aber ist sekundär. Und ich glaube, da drin ist sogar nochmal. Ne, da ist ein. Wie heißt das? Reaction Wheel drin. So, aber wir bräuchten noch zwei kleine. Kleine. Spaß Adapter. Für den Strom unterwegs. So. Gut, so kann man machen. Autostart zum Root Part, sehr schön. Autostart zum Root Part. Alles ist super. Oh Gott, ich habe kurz diese Antriebe angeguckt, diesen Cluster an Antrieben. Wisst ihr, wie kaputt meine Gehirnzellen schon sind von RSS? Das Erste, was ich gedacht habe, wirklich so dieser erste unterschwellige Impuls war: Oh Gott, hoffentlich fällt keins von denen aus, wenn das so viele sind. Ich bin echt traumatisiert von RSS. Schwerst traumatisiert, wollte ich nochmal dazu sagen. So, Build Fairing. Das bauen wir jetzt einfach gerade nach oben. Aber ich freue mich schon wieder auf Dienstag. Es ist so leiden und lieben gleichzeitig. Das ist halt, ja. RSS ist halt irgendwie speziell gefühlt. So, machen wir so. Sieht ja fast professionell aus. Wenn ich die Batterie behalten will, mach sie doch oben hin. Ich verstehe eure logische Begründung, bin mir aber noch unsicher, ob ich sie. Könnten tatsächlich ja diesen Puffer an Batterie, den wir eh bis zum Schluss behalten, so einbauen, dass er zur Raumstation mit rüber geht. Ja. Und zusätzlich könnten wir auch diesen Puffer an. Oh, guck mal, ich kann Monoprop speichern. Einfach an der verdammten Raumstation anbauen, weil wir dann. Guck mal, das sieht nämlich gar nicht so schlimm aus, glaube ich, wenn man das da hinbaut. Das könnte man sogar mit der Symmetrie der. Ja gut, sieht schon scheiße aus, ne? Vielleicht sieht es doch scheiße aus. Was ist, wenn wir es hier zwischenbauen? Ach, da hat ja irgend so ein Spaßvogel so eine blöde. Guck mal. Vierersymmetrie. Zweiersymmetrie. Vierersymmetrie. Ich weiß es nicht. Ich könnte theoretisch ein Fairing sparen, ja. Theoretisch. Aber vielleicht möchte ich das ja nicht. Dann könnte ich auch gleich Monoprop ein bisschen speichern, wenn ich mal welches hergestellt habe. Stört das irgendwie? Nö, da stört es dann auch nicht mehr. So, so kann man das. So halte ich das für verantwortbar. Ja, natürlich am Mittwoch. Alles gut. Dienstag ist halt so der Routinetermin. So. Build Fairing. Jetzt aber. Zack. Und. Schön. Schön, schön, schön. Ja, ich würde sagen, kann man so fliegen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt nämlich auch. Wir fliegen das jetzt nach Minmus. Und bauen es an unsere Station an. 5662 Delta V plus nochmal ein bisschen was durch das RCS-Zeugs zum Andocken und so. Geht schon alles irgendwie. Und ja, ich könnte, wie gesagt, ein Fairing sparen, aber 5,6 sollte ausreichen. So. Launch. The Thing. Bringen wir das Teil zur Raumstation, dann können wir nämlich heute, wenn ich so auf die Zeit gucke, uns danach direkt beschäftigen mit dem Pendler-Ding, was zwischen der Minmus-Basis und dem der Station hin und her shuttelt und potenziell A, Personen be befördern kann und B, Treibstoff. Denn darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Wir wollen ja Treibstoff in den Orbit. Warum ist das so weit oben? Na gut.
Ich finde, das sieht immer doof aus, wenn Raketen so weit oben stehen. Sieht immer so aus, als ob ich betrügen wollen würde. Gut, ja. 2, 1 und los. Hui. Gut. Fliegen wir nach Minmus. Sieht gar nicht so schlimm aus mit der Kiste. Fairings können wir wahrscheinlich sogar. Ja, müssen nicht zwingend in einem Stück aufgemacht werden. Das bringt uns nichts, was wir nicht vorher schon gehabt hätten. Set as target. So. Jetzt gucken wir mal. Ich werde ihm dann in der Current Stage wieder so ungefähr 100 Delta V übrig lassen. Damit müsste er theoretisch seine Powered Landing hinbekommen. Auch wenn Stage Return sich bisher nicht so besonders zu Wort gemeldet hat. Wir gucken mal. Oder ich feuer die 100 Meter pro Sekunde einfach durch und wir leben damit, dass es so ist. Viel zu steil nach oben gegangen. Also von der Höhe sieht es eh schon gut aus. Ich hätte schon viel drastischer drehen können, ehrlich gesagt. Okay. Wir machen das Fairing auf und machen weiter mit der nächsten Stage. Aber vorher driften wir erstmal noch ein bisschen. Und ganz ehrlich, wir können auch dieses Fairing schon deployen. Wir werden nämlich keine Probleme mehr damit haben. So. Also keine Probleme mehr mit dem. Ist hier irgendwo noch Solar dran? Nee, ne? Gut. Keine Probleme mehr damit haben, dass wir Luftwiderstand hätten. So. Habe ich mich schon mal mit den Local und Planetary Warehouses bei MKS beschäftigt? Ja, als Zuschauer in einem anderen Stream. Aber so richtig mit so krass benutzen und so? Nee. Warte mal. So rum. So, ich ziehe uns mal ein Stück raus. Unsere kleine Transportplattform. Ja, es wäre tatsächlich richtig sinnvoll. Wir müssen mal gucken, ob das dann funktioniert. Also das Ding hat ja eine potenzielle Planetary Warehouse-Funktion. Muss man mal gucken, ob das über diese Entfernung zu transportieren geht. Ich glaube, soweit ich es verstanden habe, ich müsste jetzt übrigens mal ganz kurz ein bisschen Raumschiff fliegen, wenn es euch nicht stört. Ich glaube übrigens, dass das so ist, oder wenn ich es richtig verstanden habe, man braucht halt irgend so ein Logistics-Hub-Ding, mit dem man das versenden kann. Ich glaube, den habe ich noch nicht, müsste aber bald kommen, damit man dann so ein Verschiffen machen kann. Wenn das natürlich klappt, würde das viele Probleme der Hin- und Her-Tüdelei, zumindest für die Treibstoffgeschichten, lösen. Müssen wir mal gucken. Ich muss mal ganz kurz schauen, dass ich ein bisschen meine Sinkgeschwindigkeit verringere. Ein bisschen deutlicher meine Sinkgeschwindigkeit verringere. Scheinbar falle ich gerade irgendwie doch relativ schnell
zurück, ein bisschen spät angefangen habe, aber das sollte locker flockig klappen mit der Stage, also ich mache mir da ganz wenig Sorgen. Also ja, für alle Rohstoffe, die ich produzieren könnte. Klar, da könnte man natürlich auch mal gucken, ob das funktioniert, dass ich, übertrieben gesagt, die Kacke aus der Umlaufbahn als Dünger für die Bodenstation benutze. Aber ja. So. Genau. Wir fliegen wieder runter zur Bodenstation. Bitte gebt uns alle eure Kackebeutel. Wir müssen dann jetzt los. Werd Astronaut, haben sie gesagt. Es wird Spaß machen, haben sie gesagt. Du darfst die Kacke anderer Leute durchs Weltall fliegen, haben sie gesagt. Nein, das haben sie meistens nicht gesagt. Aber wahrscheinlich gehört es irgendwie mit dazu. So. Wir haben einen Orbit, also so gut wie. Komm, komm, komm. Das wird heute sicherlich nichts für Massive Scale Launches, weil es einfach viel zu wenig ist. Könnten wir bitte... Okay, ich muss mal kurz driften, sonst wird das hier ein bisschen ineffizient mit der Stelle, wo ich den Orbit ziehe, weil das kaum steigt. Ich fahre mal ganz kurz auf die AP durch. Ja, aber das mit dem Planetary, Local und Gedöns Warehouses, das wird alles, denke ich, noch relativ spannend, weil das auch für mich technisches Neuland ist. Ach, wir brauchen keine Kackebeute für die Kartoffeln. Wir haben ja Kartoffelsamen mit dabei. So, jetzt nochmal einen ganz kleinen Schub. Dann sind wir im Orbit. Was ist jetzt passiert? Oh. Hat nicht geklappt. The terminal velocity of 26,5. Schade eigentlich. Aber er hat's probiert. So, bop. Info, sagt er da irgendwas? Maximum velocity for recovery wären 12 Meter pro Sekunde gewesen. Wir hatten 26,4 Meter pro Sekunde. Haben wir ein bisschen viel Treibstoff wahrscheinlich rausgenommen. Na gut, also ein bisschen mehr muss man drin lassen, damit es klappt. Aber schön, dass wir es wegautomatisiert haben. Gut. Kleiner Fehlschlag im Falcon 9 Tüdelprogramm. Mickey, oder man kann das Powered machen. Ich habe mich für die Powered-Variante entschieden. Das ist alles schon fertig konzeptioniert. So, da bin ich. Da ist der Descending Node. Dann könnte man ja den Descending Node noch tatsächlich mal ordentlich machen. Wir haben noch 1900. Also das müssen wir jetzt nicht irgendwie rumtüdeln. Oh, doch so teuer. Arschlecken. Nein, dann machen wir das vielleicht doch nicht. Dann fliegen wir ohne Anpassung des Nodes. Da ist Mimus, da bin ich. Also fliege ich einfach am Ascending Node los und hoffe das Beste. Schwupp, Mimus. Ah, das war doch gar nicht so schwer. Oh, Doppel-Mimus. Nicht schlecht. Ach nee, das ist der Mond. War vielleicht doch schwerer als gedacht. Zack. Oh, guck mal, ich krieg einen Moonfly bei. The fuck. Wer soll denn so arbeiten? Okay, also. Hier ist die Raumstation irgendwo. Dort. Diese ist in die Richtung unterwegs, richtig? So.
Ah, das machen wir dann als Mitkurs nach dem Mond. So, genau, also kleiner Flyby am Mond oder am Mann, der gibt uns dann nochmal ein bisschen Schwung. Dann kommen wir schon mal auf der richtigen Seite raus, grob. So, Raumstation dreht sich in, jetzt, ich mach das mal ganz kurz mit Zeitraffer. Ja, dreht sich in die Richtung, okay. Das heißt, wir sollten auch tatsächlich hier dann vorbeikommen. Das senken wir nach dem Moonflyby nochmal ab. So, jetzt heißt es aber einfach nur noch abwarten bis zum Startfenster. Aber schön, können wir nochmal den Moon ein bisschen besichtigen. Genau, Skill ist, wenn Luck zur Gewohnheit wird. Hat halt geklappt. Hat halt geklappt. Dum, 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 dum. Ist die missglückte Stage Recovery Fail? Also ich finde, wir sollten mit Fails und epischen Erfolgen nicht zu inflationär umgehen. Ich hoffe, ihr teilt da meine Meinung. Weil dann können wir auch anfangen, einen Winter zu vergeben, wenn ich es geschafft habe, eine Rakete in den Orbit zu fliegen. Da muss schon irgendwas richtig schief laufen oder irgendwas richtig gut laufen. Finde ich jetzt. Aber ihr dürft da gerne sagen, wenn ihr den ganzen Tag das Zeug resetten wollt, dann können wir das auch so machen. So, auf geht's. VR unterwegs und ich werde das Ganze gleich noch ein bisschen, falsche Richtung. Ich werde das Ganze gleich noch ein bisschen mit den RCS-Thrustern unterstützen, denn wir haben echt viel Monopropellant. Das wiegt erstens was und zweitens könnte man da auch Schub rausgewinnen. Deshalb einfach mal unterstützen. Hui. Denn das gibt uns am Ende auch noch ein bisschen mehr Delta V für unseren Flug. Obwohl ich nicht glaube, dass Delta V unser großes Problem sein werden, ehrlich gesagt. Das sieht alles ganz entspannt aus. Wie Yin schon sagte, eine Runde um Yol ist dann sicherlich noch drin. Vielleicht sogar zwei. Ups, das war ein bisschen viel. So, wir könnten ja jetzt einfach mal das RCS nutzen, um das hier wieder zu korrigieren, was wir vertüdelt haben. So, gucken wir uns mal an, wie schlimm es ist. Wird das besser, wenn ich bremse? Habe ich überhaupt einen Minmus-Flyby gerade? Wahrscheinlich nicht. Oh Gott, viel zu weit. So. Wir holen das gerade mal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, das kleine Manöver. So, jetzt müsste ich gleich das Encounter bekommen. Jawohl, da ist es. Und jetzt ziehen wir das noch zurück auf seinen eigentlichen Platz. Jo. Naja. Ich sag mal good enough für eine Mid-Course Correction. Ah, nicht nochmal machen. Danke. So, und wir planen eine Mid-Course Correction nach dem Moonflyby. Da macht sie wahrscheinlich am meisten Sinn. So, Add-Manöver. Und was wir wollen ist, die ganze Sache ein bisschen runterbringen. Damit wir einen äquatorialen Flyby hinbekommen. Gucken wir mal, wie gut wir das direkt tunen können für Hallo Raumstation. Also da ist Hallo Raumstation sehr weit hinter uns. Das oh, und wir haben auch einen echt komischen Anflugwinkel. Wir könnten... Naja, egal, das kostet ja alles nichts um Minmus rum. So, dann bleiben wir ein bisschen höher noch. Jo. Also die Raumstation muss uns einholen. Das heißt, wir können ein bisschen Abstand lassen. Dann bremsen wir uns hier schön ein, machen das Alignment ordentlich und lassen die Raumstation dann aufholen. Das sieht gut aus. Dann sind wir da mit ein, zwei Rotations durch. Gut, müssen wir irgendwas Schlaues bedenken noch im Moment? Essen haben alle. Minmus Base Alpha, aber die produzieren.
Dann ist Moonbase Bravo irgendwann dran. Ich glaube aber, die produzieren auch. Das wird kein Stress. Moonspace Station hat auch Produktion. Ich glaube, die sind als nächstes fällig mit einer Rotation wohl am ehesten. Gut. Alles ist gut. Wir können also mit ruhigem Gewissen. Oh, jetzt muss ich mal den richtigen. Ne, ja, verstehe ich. Den richtigen für ein Auto-Warp erwischen. Er will keine 5 Stunden warpen, das finde ich ein bisschen traurig. Dann machen wir das selber. Hui! So. Ich mache noch ein bisschen schneller. Dort verschwindet Kerbin und wir bewegen uns rüber zur ersten richtig coolen raumstationsmäßigen Erweiterung unserer Minmus Space Station. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen. Ihr seht es im Hintergrund schon, einen kleinen Moonflyby noch zu machen. Der müsste uns eh aus dem Time Warp reißen, fällt mir gerade ein. Nochmal kurz am Moon vorbei, kleiner Gravity Assist in Richtung Minmus, einfach nur, weil sich's zufällig so ergeben hat und wir dann nochmal winken können und der anderen Raumstation zeigen können, was viel Cooleres an die andere Raumstation gebaut wird. So. Und dann geht's auch schon weiter in Richtung unseres Manövers. Hui. Ja, tschüss Moon. Das hier alles blinkt. Total faszinierend. Total faszinierend. Ja, und dann kommt ein kleines Docking-Manöver. Also nein, dann kommt erstmal ein kleines Bremsmanöver. Dann kommt ein kleines Docking-Manöver. Und dann haben wir eigentlich die Grundlage, zumindest theoretisch, um an der Minmus-Raumstation Sprit einzulagern und natürlich auch ein paar Experimente zu machen. Wird sicherlich auch ganz hilfreich, damit wir da ein bisschen mehr Wissenschaftspunkte generieren können im Labor. Ganz nebenbei erledigen wir auch noch eine nette Mission damit, glaube ich. So, und ich denke mal, das fliege ich jetzt tatsächlich mit RCS. Da braucht es jetzt keinen Antrieb für. Die 3,5 Nupsis an Korrektur. So. Da kommt unser Manöver. Sieht gut aus. Alles in Butter. So, ist ein bisschen anders, aber egal. So, und in 6 Tagen kommt hier dann unser Bremsmanöver, mit dem wir uns in einen Orbit einbremsen, der etwas über der Raumstation liegt. Sind auf der Minmus-Raumstation überhaupt schon 2 Wissenschaftler? Nein, bisher ist da ein Wissenschaftler. Wir werden das später mal noch nachkorrigieren. Dafür will ich aber erst noch ein bisschen mehr Habitation an die Raumstation bringen, denn im Moment ist es so, dass die Minmus Space Station für 3 Leute 248 Tage Habitation mitbringt und vor allen Dingen sie recycelt nur. Wir können natürlich gucken, vielleicht ist das auch gar nicht nötig, dass sie anfangen muss, Essen zu produzieren, weil wenn das mit diesem Planetary Dingsbums funktioniert, dann können wir tatsächlich überlegen, ob die da oben einfach nur sehr gut recyceln und werden von Minmus aus versorgt. Das wäre ganz cool eigentlich sogar. Genau, dann können wir uns das überlegen. Aber was ich auf jeden Fall brauche, ist mehr Habitation, weil ich schon sicher gehen möchte, dass dass die ganze Geschichte eine Weile hält und ich nicht dauernd Wissenschaftler hin und her fliegen muss. So. Und er sprach, es werde Licht. So, wir haben hier mittlerweile sogar echt. Wir werden hier über die Basis sogar relayed, wenn ich das richtig sehe. Ja.
Über die Basis Relayed. Sehr vorbildlich. So, ein 8-Sekunden-Burn steht uns bevor, um uns einmal in den Orbit einzubremsen. Dann, wenn wir richtig schnell reagieren, können wir sogar hier noch den Descending Node Change machen. Das wird ein bisschen knapp, habe ich so das Gefühl. Aber schauen wir mal. Und dann heißt es auch schon Meeting mit der Raumstation. Jetzt aber erstmal der Bremsburn. 170 Meter pro Sekunde. Lässt uns immer noch eine gewisse Toleranz übrig. So, das reicht mir. So, oh ja, das können wir noch schaffen. Zack, Erdmanöver. So, das kostet ja zum Glück hier alles. An Min muss nicht besonders fehlen. Zack. Schnell drehen. Dann haben wir schon mal die Inklinationsanpassung durch. Da in 80 Kilometer Entfernung unsere Minmus Base. Schön, ich finde das cool, dass Minmus mittlerweile echt belebt ist. Also hier ist richtig was los. Hier ist gefühlt mehr los als im Orbit um Kerbin. Nur gefühlt. Aber da unten sind Stationen, da leben Leute, da kommt eine Raumstation immer wieder drüber geflogen. Ich finde das echt witzig, dass, wenn wir das auf Duna auch nur halb so gut hinbekommen. Ja, auf Duna muss halt alles im ersten Anlauf, oder es muss im ersten Anlauf sich gut genug selbst versorgen, dass wir einen zweiten Anlauf bekommen. Das wird der spannende Part. Deshalb üben wir das ja hier alles. So. Okay. Sehr schön. Also, wie geplant ist die Raumstation relativ weit hinter uns. Und wenn wir jetzt mal hier drüben sagen, wir machen hier ein Bremsmanöver. Ich glaube, das ist fast noch ein bisschen früh. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Zack. So, dann haben wir hier auch eine 300 Meter Begegnung. Sehr schön. Okay, dann würde ich mal sagen, Warp to Next Manöver. Da doch gut gebremst, dass wir schön viel Abstand haben. So, wir bereiten uns vor. Auf unser Manöver. Und der Prius schreibt, naja, du kannst den meisten Kram ja unbemannt hinschießen und landen und die Leute erst schicken, wenn alles sicher gelandet ist. Das ist genau mein Plan. Also mein Plan wäre jetzt dieses Marsfenster, wo jetzt der Satellit unterwegs ist, machen wir die Aufklärung. Zweites Marsfenster, also das nächste, schicken wir die grundlegende Logistik, die wir brauchen, um dort arbeiten und leben zu können. Und vielleicht ein kleines Satellitennetzwerk, um Verbindung zu halten. Und das dritte Marsfenster ist dann das, wo die Erstbesatzung kommt. Also so wäre das der Ablauf für die Mars-Kolonisierung in meinem Kopf. Denn wir brauchen ausreichend Habitation, sowohl im Raumschiff als auch am Boden. Hoppla. Da muss ich ein wenig korrigieren. Zack. So. Abgehakt. Und es sind 200 Meter geworden. Na gut. Kann ja mal passieren. Tut mir leid. Mars RSS-Flashbacks. Ja, definitiv. Und bei RSS sage ich immer Duna. So ist das halt. Warp. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich den richtigen erwische. Warp hier. So. Jetzt müsste irgendwo hinter uns die Raumstation. Da kommt sie. Und sie holt mit großen Schritten auf. Mit großen, großen Schritten. Jawohl. 17 Kilometer. Sehr schön, das klappt ja. Das klappt ja richtig gut. Ist das da schon wieder? Hier ist so viel los im Orbit. Gut. Wir bereiten uns für eine Bremsung vor. Wir haben noch 827 Meter pro Sekunde in petto. Das heißt aber auch, wir können gleich eine erste. Also, wir können eine erste Spritspende noch hier lassen. Minimal was werde ich ihm wohl mitgeben, damit er sich entfernen kann.
So, 900 Meter Annäherung. Ich will das einfahren. Ach so, das waren die nicht wieder einfahrbaren. Ja, okay, ich will das nicht einfahren, weil ich kann das gar nicht einfahren. Okay, dann drehen wir mal die Solarpaneele und die Antenne so, dass sie möglichst wenig Probleme haben und beginnen unser Raumschiffchen ein bisschen abzubremsen, damit wir nicht mit irgendeiner abgefahren hohen Geschwindigkeit in die Raumstation knallen. 10 Meter pro Sekunde, das sieht schon mal ganz gut aus. Lande die Stufe doch neben der Basis und zerlege sie. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wer für diese Variante ist, bitte mal kurz ein Plus in den Chat reinmachen, dann hätten wir ein paar mehr Material Kits. Und wir haben ja schon mal gelernt, diese Tanks geben echt viele Material Kits. Dann wäre es nicht sinnlos. Ich könnte die tatsächlich einfach daneben landen und auseinandernehmen. So. Okay, ihr seid groß im Recycling. Was frage ich euch eigentlich? Ihr seid Deutsche, ne? Recycling haben wir halt drauf. Recyceln. Wir können nicht viel, aber recyceln. Gelber Sack, wer hat's erfunden? Genau. Wer hat's erfunden? Wir haben's erfunden. So sieht das nämlich aus. So, letzte Bremsung hier. Jetzt gehe ich mal kurz aufs Haupttriebwerk. So. So. Genau, vorher den Joghurtbecher aber auch bitte auswaschen. Sonst kommt der nicht in den gelben Sack, Freunde. Einfach damit wir das mal klargestellt haben. So, wir steuern von hier ab jetzt. So, ich mache vorsichtig die Annäherung in der Hoffnung, dass. Wie weit sind wir jetzt im Dunkeln? Psychos Block, vielen lieben Dank für dein Follow. Und damit sind wir bei. Hat noch nicht umgeklickt. Ich glaube bei 6 von 29. Das heißt noch 23 übrig. 23 Follows noch bis zur 1000. Dum, 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 dum. Also, wir haben es gar nicht mehr lange, bis hell wird. Das heißt, ich beginne jetzt, mich mal ran zu pirschen. nee, das ist wahrscheinlich irgendwo hier. Und dann bin ich mal ganz zuversichtlich, dass wir das mit dem Docking. Hinbekommen. So, ich mache wie gesagt nicht zu schnell. Halber Meter pro Sekunde reicht. Wir haben noch 107 Meter. So, wir sind aber auch auf der falschen Seite, sehe ich gerade. Dann müssen wir eh einmal dran vorbeifliegen. Wir machen das Docking dann tatsächlich so, dass wir uns bewegen, nicht die Station. So, das würde mir aber schon reichen, wenn ich in die Richtung gehe, komme ich schon dran vorbei. Richtig? Ja. Das heißt, ich kann ein bisschen weniger nachkorrigieren. So. Sehr schön. So kommen wir schon dran vorbeigeflogen. Gibt's einen 1000-Follower-Special? Aber nichts Akutes geplant. Es gibt jetzt eh eine ziemlich specialige Woche mit viel, viel Kram. Und wir haben ja Montag, vielleicht klappt es ja dann auch direkt im Special. Wir haben ja Montag unser Special mit. Wir gucken gemeinsam den Webcast von SpaceX. Also hoffe ich zumindest, ich werde versuchen, das zu restreamen direkt über Twitch und ein bisschen meine schlauen oder auch nicht so schlauen Kommentare dazu schmeißen. Wie das da so läuft und was da so passiert und warum die das so machen und vielleicht auch warum die das nicht so machen. Und vielleicht habt ihr ja auch dann noch ein paar schlaue Kommentare. Und wie gesagt, so gucken wir uns dann einfach mal gemeinsam den SpaceX-Stream an. So, wie viel Delta wie? Ich konsultiere mal ganz kurz, während wir hier vorbeidriften. Braucht man eigentlich, um auf Minmus zu landen, aus der Umlaufbahn? B -b 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 -b. 180. Ich habe jetzt schon 805. Also ich werde einen Furztreibstoff mitnehmen für die Landung. Ich werde aber viel Treibstoff tatsächlich hier lassen. Trotz allem noch, weil wenn es schon mal im Orbit ist, ist es im Orbit. Also ich werde das ein bisschen reduzieren, weil wir nicht so viel Treibstoff brauchen, wie ich jetzt habe. Weil ich lade ja sogar noch das Gewicht hier ab. Dann werde ich wahrscheinlich eher so wieder 1000 Delta V haben. Davon brauche ich. Naja, ich gehe dann mal auf 25% runter.
Genau, und alle, die gerne wissen möchten, wann ich streame und noch ein paar andere befreundete Streamer, die sich in diesem Kalender unterhalten, der macht einfach Ausrufezeichen Kalender. Dann bekommt ihr einen Link zu einem Google-Kalender. Den könnt ihr euch in euer Handy speichern oder in euer bevorzugtes Alarmierungstool, was auch immer ihr so gerne benutzt. Und der ist eigentlich immer gepflegt und da steht drin, wann wer wo streamt. Und die anderen Streamer, die dort in diesem Kalender sind, sind natürlich auch alle vorbehaltlos zu empfehlen. Da ist der Jack mit dabei, der Kynop ist da mit dabei. Ich glaube, der Pü, obwohl ich gar nicht weiß, ob der momentan aktiv streamt. Und ich glaube, vor kurzem frisch dazugekommen, der DJ Kermin, wenn mich nicht alles täuscht. Falls ich jemanden vergessen habe, wird Neo sicherlich gleich mit schwingendem, brennendem Moderatorenschwert dazwischen gehen und sagen so, ah, aber weil, wegen, irgendwas fehlt noch. Und Cookie. Oh Gott, ich habe Cookie vergessen. Natürlich, Cookie auch. Cookie auch. So. Sehr schön. So, ich korrigiere jetzt hier meinen Vorbeiflug, so dass wir das Modul nicht irgendwo am anderen Ende der Welt abladen. Ja, nee, nicht den Keks vergessen. Das ist, da habt ihr recht. Mein Lieblingskonkurrent.